Mein Name ist Christian Schön. Wir haben Freitag, 18 Uhr. Herzlich willkommen zu Unicorn. So, erstmal möchte ich mich bei euch wieder für den super Support bedanken, für die geilen Kommentare, Videowünsche, Likes, Abonnements, alles auf einmal. Vielen Dank dafür. Momentan ist es so, dass ich nicht mehr hinterherkomme, die Kommentare zu beantworten. Ich gebe mir wirklich größte Mühe, meistens mache ich es beim Sport. Ja, es ist wirklich viel geworden, auch die Videowünsche sind recht viel geworden, deshalb, ich habe echt eine ellenlange Liste, die ich noch abarbeiten möchte. Und das erste Video aus dieser Liste ist Feilschritte. Ja, heute gehen wir mal auf die Feilschritte ein. Viele von euch haben mir bei Facebook geschrieben, dass sie doch gerne mal meine Feilschritte sehen möchten und von mir erklärt haben möchten. Und das mache ich natürlich sehr gerne für euch. Also, legen wir los. Ja, Feilschritte. Ich kannte das Wort bis vor kurzem noch nicht mal, weil ich habe eigentlich nicht wirklich Feilschritte. Ich feile einfach so lange, bis das gewünschte Ergebnis mir gefällt und auch der Kundin gefällt natürlich. Ja, aber nichtsdestotrotz habe ich mir mal so ein paar Feilschritte für euch ausgedacht und auch noch so eine kleine Animation gebastelt oder kleine Animation nennen gebastelt, damit das Ganze auch vielleicht von manchen Perspektiven ein bisschen deutlicher zu sehen ist. Ja, wozu sind Feilschritte da? Feilschritte sind einfach dafür da, um Step by Step den Nagel abzuarbeiten. Ja, für Anfänger, glaube ich, ist das ein ganz guter Weg, sich an das Feilen zu gewöhnen und so ein bisschen abzuhaken. Habe ich das schon gemacht? Habe ich das schon gemacht? Und ja, das wollen wir heute mal durchgehen. Aber starten wir doch jetzt einfach mal mit der ersten kleinen Animation. Und was sind diese Feilschritte eigentlich im Detail? Hier haben wir erstmal unseren ungefeilten Nagel, alles schief und krumm, das müssen wir jetzt schön machen. Wir sollten als erstes den Apex komplett einmal außen vor lassen, der kommt ganz zum Schluss dran. Wir machen als allererstes die Seitenlinien, versuchen die gerade hinzukriegen. Dann als nächstes die Seiten. Die wollen wir dann schön angleichen, so dass es vernünftig gerade alles aussieht. Dann hinten an der Nagelhaut der Übergang zum Naturnagel. Dann wollen wir natürlich auch noch vorne alles ein bisschen schön flacher feilen. Und dann natürlich auch noch die Spitze, damit das Ganze auch schön gerade aussieht. Ganz zum Schluss kommt dann noch schnell der Apex und dann haben wir auch schon den kompletten Nagel fertig. Bevor wir anfangen, natürlich die Feilen entgraten, denn die haben noch sehr scharfe Kanten und damit könnt ihr den Kunden schnell mal verletzen. Deshalb wollen wir das vermeiden. Nehmt euch einfach eine alte Feile und dann einfach mit der alten Feile an den Kanten der neuen Feile entlang gehen. Und somit habt ihr keine scharfen Kanten mehr, womit ihr den Kunden verletzen könnt. Unser Ziel ist heute, das Aufbaugel nachzufeilen und zwar in Feilschritten. Dabei ist unser Ziel, wir möchten die Kanten hier hinten planfeilen, so dass es zum Nagel schön übergeht, damit, wenn es rauswächst, keine scharfe Kante da ist, beziehungsweise kein harter Übergang. Dann wollen wir hier die Seiten natürlich nachfeilen, hier vorne die Seiten auch, genauso wie die Form reinfeilen. Ja, und das machen wir doch jetzt einfach. Fangen wir doch einfach mal mit den Seitenlinien an. Hier solltet ihr einfach darauf achten, dass ihr die Feile gerade unter den Nagel setzt und dann einfach nur gerade am Nagel entlang feilt. Ihr solltet die Feile auf keinesfalls so an den Nagel ansetzen, denn sonst fallt ihr euch vorne eine Ecke weg. Oder natürlich auch so, denn sonst fallt ihr euch eine Macke rein. Ihr müsst wirklich darauf achten, dass ihr die Feile möglichst gerade unter den Nagel setzt und dann vorsichtig einfach nur gerade entlang feilt. In den Animationen habe ich jetzt gerade Nägel. Hier werden wir runde Nägel machen, damit ihr so ein bisschen beides seht, wie es am besten geht. Als erstes fangen wir mit den Seitenlinien an. Die wären hier.
Ich versuche hier jetzt einfach mal, hier ist von der Schablonverlängerung noch eine leichte harte Kante, genauso wie hier. Das versuche ich jetzt erstmal wegzufeilen. Dazu ganz einfach mit der Feile gerade am Nagel entlang feilen, nicht hier mit der Spitze reinfeilen, denn sonst habt ihr da so eine kleine Macke und die ist für die Haltbarkeit natürlich total scheiße und auch sieht total blöd aus. Deshalb immer schön die Feile vernünftig unter den Nagel setzen, gerade unter den Nagel setzen und dann einfach mit Vor- und Zurückbewegungen das Ganze so lange feilen, bis ihr die gewünschte Form habt. Ich nehme jetzt hier meinen Daumen wieder als Abstandshalter, das heißt, ich lege ihn hier hin und feile dann an meinem Daumen entlang. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr Nägel habt, das ist kein Problem. Das Ganze natürlich auch an der anderen Seite. Hier gehe ich so vor, dass ich die Feile mir so greife und dann einfach wie bei der anderen Seite plan unter den Nagel setze und dann vor- und zurück bewege. Bei dem runden Nagel gehe ich dann immer weiter um die Ecken, so dass ich die gewünschte Form an den Seiten erreiche. Dann natürlich auch noch bei einem geraden Nagel ist es sehr wichtig, von vorne, also beziehungsweise von oben, den Nagel gerade zu feilen. Das heißt, wenn ihr hier so leichte Ausbeulungen habt, vom Aufbaugier, falls es runtergelaufen ist oder so, einfach die Feile gerade ansetzen und dann einfach gerade vor- und zurück bewegen. Auf keinen Fall so feilen, wenn ihr einen geraden Nagel habt, sehe ich auch immer wieder. Das ist total falsch, weil wenn ihr so feilt, bekommt ihr einen runden Nagel, ganz klar. Deshalb wirklich einfach nur gerade vor- und zurück bewegen bei geraden Nägeln. Oder bei eckigen Nägeln, besser gesagt. Somit habe ich die Seiten schon mal gerade gefeilt und als nächstes möchte ich die Seiten noch weiter verfeinern. Und zwar möchte ich jetzt diesen Bereich hier feilen und in diesen Bereich hier feilen. Dabei ist es natürlich wichtig, ihr müsst auf beiden Seiten gleich viel feilen. Nicht, dass ihr auf der einen Seite eine dicke Wulst habt und auf der anderen Seite total flach seid. Da müsst ihr wirklich so ein bisschen gucken, dass ihr auf beiden Seiten genauso viel feilt. Hier solltet ihr die Feile erstmal gerade an den Nagel ansetzen und dann gleichmäßig am Nagel entlang feilen. Achtet darauf, dass ihr den Nagel nicht zu dünn feilt, denn sonst kann schnell mal was abbrechen oder durchbrechen und das wollen wir natürlich vermeiden. Ihr solltet darauf achten, dass das Ganze mindestens 1 mm dick ist an allen Seiten und damit seid ihr dann auch auf der sicheren Seite. An der Haut natürlich auch aufpassen, dass ihr da nicht zu viel an der Haut rumschrubbelt, denn sonst springt euch die Kundin mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Hier gehe ich so vor, dass ich die Feile mir so greife und dann einfach am Nagel entlang feile. Hier nehme ich auch wieder meinen Daumen als Abstandshalter, lege den hier hin, damit ich nicht an die Haut komme und dann feile ich einfach vorsichtig mit der Feile hier entlang. Hier in den Ecken feile ich mit der Feile so, das heißt ich greife sie so und ziehe sie dann nach unten weg, so lange bis dieser Übergang hier verschwunden ist. Auf der anderen Seite mache ich es so, ich greife mir die Feile so und dann gehe ich so an dem Nagel entlang. Hier nehme ich meinen Mittelfinger als Abstandshalter, damit ich wieder nicht an die Haut komme. Werft zwischendurch auch wirklich mal einen Blick von oben drauf und auch von vorne drauf, damit ihr seht, wo ihr zu viel gefeilt habt oder wo noch Bedarf ist. Falls ihr hier mit dem Gel so ein bisschen auf die Haut gekommen seid, das sieht man an dem Finger ein wenig,
Hier bin ich ein bisschen drauf gekommen. Nehmt euch einfach ein Nail Art Tool, drückt die Haut ein bisschen runter, bis sich das Gel gelöst hat und dann könnt ihr da ganz einfach mit der Feile das Ganze wegfeilen. Hier solltet ihr aufpassen, dass ihr nicht an die Haut kommt, das heißt diesen Bereich verschonen der Haut. Deshalb nehme ich meinen Daumen als Abstandshalter und gehe dann einfach an meinem Daumen mit der Feile entlang. Der nächste Step ist die Nagelhaut. Wir wollen hier hinten den Nagel schön flach feilen, damit der Übergang zwischen Gel und Nagel möglichst flach ist und es nicht so auffällt, wenn es rauswächst. Hier sollten wir darauf achten, dass wir nicht die Haut feilen, wirklich nur auf dem Gel bleiben, auch nicht zu viel den Naturnagel feilen. Da müsst ihr wirklich so ein bisschen aufpassen. Und ja. Ja, wie gesagt, hier sollte man auch darauf achten, dass ihr nicht zu viel an der Nagelhaut rumrubbelt, wirklich so ein bisschen Abstand halten, aber natürlich auch vernünftig die Kante wegfallen, nicht dass ihr da irgendwie noch so einen Hubbel stehen habt. Was ihr auf keinen Fall machen solltet, ist mit der Feile zu viel auf dem Naturnagel rumfallen, denn dann habt ihr da so eine rote Kante, das sieht blöd aus. Ich greife mir die Feile wieder so und dann gehe ich einfach an der Nagelhaut vorsichtig entlang. Hier nehme ich auch wieder meinen Daumen als Abstandshalter, damit ich nicht an die Haut komme. Versucht wirklich so ein bisschen nur auf dem Gel zu feilen. Nicht, dass ihr den Naturnagel zu viel feilt, denn wenn ihr den Naturnagel zu viel feilt, kann es passieren, dass da rote Stellen sind und das sieht natürlich auch scheiße aus beim Rauswachsen. Auf dieser Seite greife ich mir die Feile so und dann gehe ich einfach an der Nagelhaut, ziehe ich mir die Feile runter. Diesen Step hätten wir jetzt auch fertig. Jetzt feilen wir hier vorne. Das hier versuchen wir jetzt ein wenig flach zu feilen. Das heißt, dass wenn die Kundin von vorne auf den Nagel drauf guckt, dass nicht so der dicke Kante ist. Hierbei solltet ihr darauf achten, dass der Nagel natürlich nicht zu dünn wird, denn sonst kann er abbrechen bzw. einreißen vorne an der Spitze. Ihr solltet immer generell an den Seiten und Kanten vorne so ungefähr eine Millimeter Dicke haben. Das ist so der Standard, da müsste es eigentlich ganz gut halten. Hier einfach die Feile schräg an den Nagel ansetzen, also mit dem Nagel führen quasi. Und dann nach unten wegfallen, so mache ich es persönlich. Die Feile dann dabei natürlich auch noch so ein bisschen drehen, damit ihr die Rundung des Nagels mit berücksichtigt. Was ihr auf keinen Fall machen solltet, ist vorne zu dünn werden, denn dann bricht vorne gerne mal eine Ecke ab. Hier nehme ich mir die Feile wieder so und dann feile ich einfach nach unten herunter. Die Feile auch immer schön mit dem Nagel mitbewegen. Entweder bewegt ihr den Nagel oder ihr bewegt die Feile um den Nagel herum. Das ist ganz euch überlassen. Ich mache immer so einen Mix daraus. Wie gesagt, nicht zu dünn werden vorne. Auch immer mal von der Seite drauf gucken, ob ihr den Apex auch richtig schön getroffen habt. Das heißt, diese Stelle hier sollte der höchste Punkt sein. Ja. Viele nehmen die Feile auch so und feilen so entlang. Könnt ihr natürlich auch machen, aber für mich ist es immer einfacher, wenn ich von oben komme und dann das Ganze nach unten hinweg feile. Als nächstes machen wir uns die Form rein. Das heißt, wir wollen hier vorne, in diesem Fall machen wir es rund,
In der Animation ist es natürlich eckig. Möchte ich hier die runde Form reinkriegen. Hier zeige ich euch jetzt, was ihr beachten solltet, wenn ihr einen geraden Nagel habt. Ihr solltet darauf achten, dass ihr die Pfeile möglichst rechtwinklig ansetzt, von oben gesehen, und auch rechtwinklig von der Seite gesehen. Denn auf keinen Fall die Pfeile so halten, denn dann wird der Nagel ganz komisch vorne. Und auch auf keinen Fall so halten, denn dann wird der Nagel rund vorne. Das ist so fast der letzte Step, den ich mache. Dazu nehme ich hier mir die Pfeile, greife sie so und dann gehe ich einfach nur an dem Nagel entlang. Immer schön gerade von oben drauf gucken, ganz wichtig. Und dann so lange feilen, bis ihr die gewünschte Form habt. Dann gehe ich mit der Feile nochmal gerade unter dem Nagel entlang. Bei runden Nägeln ist das vor allem relativ wichtig, damit ihr da ein schönes Ergebnis unter dem Nagel habt. Damit der Nagel auf der einen Seite nicht zu tief ist und auf der anderen Seite zu hoch unterm Nagel. Deshalb einmal vorne auf den Nagel drauf gucken und dann unter dem Nagel einmal entlang gehen. So, und dann hätten wir auch schon die Form drin. Zu guter Letzt, dann wollen wir noch mal kurz über den Apex drüber gehen, um das Ganze noch so ein bisschen anzugleichen, falls da noch ein kleiner Huckel drin ist oder so. Einfach noch mal drüber gehen. Im Ganzen noch mal drüber gehen. Noch mal von der Seite gucken, von allen Seiten gucken, ob ihr wirklich alle Stellen getroffen habe, wirklich von allen Seiten nochmal drauf gucken, von oben nochmal drauf gucken, von vorne nochmal drauf gucken und dann noch einmal schnell mit dem Buffer drüber gehen. Und dann sind wir auch schon fertig. Das war es jetzt auch schon mit dem Thema Feilschritte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hilft euch natürlich auch ein wenig weiter bei eurem Üben, Arbeiten und Ausprobieren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben, sharen, teilen, liken. Ich kann es nicht oft genug sagen. Abonnieren natürlich auch sehr gerne. Und schreibt mir gerne eure Videowünsche unten in die Kommentare, genauso wie konstruktive Kritik, die nehme ich natürlich auch sehr gerne an. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Euer Chris.